Willkommen bei CSR Automotive. Das ist nicht ein Waschbrett aus den 30er Jahren. Nein, das sind Brandons Seitenscheibenblenden. Genau. Brandon hat das beim Steffen an der Supra gesehen. Da hat man das Handflächen groß. Ja. Jetzt gibt es im XXL-Format. Wie wir das jetzt hinbauen, wie es danach ausschaut, seht ihr nach dem Intro. So, also, erstens, Brandon, Gratulation für das dreckige Auto. Ja. Das nicht mal vorher waschen können, ey. Ist ja unglaublich. So, jetzt bauen wir mal die Dinger dran. Ja. Ich bin echt sehr gespannt, wie das auf dem Auto kommt. Als erstes erstmal checken, ob es passt. Das machen wir jetzt. Bevor wir was anbauen. Schaut schon so aus wie so ein Mad Max, oder? Ist schon krass, ja. Mad Max Mobil. Schon gut. Aber ja. Passt einwandfrei. Ja. Soll es sein, doch. Ein typischer CSR-Qualität natürlich. Natürlich ewig lang rumgeschliffen mit der Hand. Tür geht auch noch auf. Auch immer wichtig. Ja, das sind wichtige Dinge. Geht eigentlich das Fenster hier hinten so ein bisschen zum Rausklappen? Nee, kann er leider nicht. Das kann er nicht. Kann er nicht. Kann er nicht. Okay, cool. Gibt es nämlich bei manchen Fahrzeugen, deswegen frage ich so. Aber ey, ich bräuchte jetzt hier irgendwie, wenn er jetzt noch so ein kleines Maschinengewehr noch rausschauen würde, wäre echt so ein Mad Max-Mobil. Ne? Ja. Wahnsinn. Okay, Passform vorher prüfen, dann ja, Untergrund sauber machen. Ne? Genau, und zwar findet ihr auch bei uns, glaube ich, noch im Shop. Marco, gibt es das noch im Shop? Ja. Haben wir noch? Genug. Also das ist ein spezieller Scheibenreiniger, weil das mit den 3M-Tüchern zu machen, das kann man danach noch mal ganz, ganz fein, aber wenn ihr so grob jetzt hier diesen ganzen Schlamm, den der Brandon hier von der letzten Stocker-Rallye drauf hat, wenn sie den wegmachen wollt, dann nehmt ihr den hier am besten. So, fangen wir mal da kurz an. Da müssen wir ja dann auch noch ran. Ja. Das ist auch so geil, hä? Ja, der Chef putzt das Auto. Putzt die Karre für so die Mitarbeiter. Muss das sein. Das ist schau mal, jetzt kannst du auf Lack auftragen. Du hast ja hier so richtig geilen Metallic-Lack, sehe ich das erst. Frisch aufbereitet eigentlich. Wahnsinn, ey. Gab es das damals schon, Metallic? Ja, 2010 gab es das schon, ja. So, gute Vorarbeit. Oh, schau mal her. Schaut super aus. So geil sah die noch nie aus. Also kann ich echt nur empfehlen, das Zeug von Berner. So, und jetzt machen wir noch 3M. Fettfrei. Fettfrei. Also die Untergrundbehandlung ist natürlich das A und O. Das muss ganz klar sein. Also ihr müsst unbedingt schauen, dass alles weg ist, was da noch so drauf ist. So, warum mache ich das eigentlich, Brandon? Weiß ich nicht. Du hast so angefangen. Oh Mann, ey. So, du kannst ja gleich mal die Dinger da holen. Da ist jetzt nochmal so ein leichter Schmierfilm drauf, aber das ist unterm Strich egal, weil das sieht dann der Brandon nur von innen. So. Vielleicht gehen wir mit dem Mikrofaser noch mal kurz, aber dann ein frisches. Dann gehen wir noch mal kurz drüber. Oh ja, das merke ich schon, die zieht schon so richtig die Scheibe. Also da ist wirklich alles weg an Dreck. Was geht. So. Die Seite auch noch mal checken, ne? Ah ja, stimmt, die haben wir noch gar nicht gecheckt. Jo. Gut. Jojojo. Gaut aus. Super. So, dann fangen wir hier an. Genau. So, dann machen wir wieder Trick 17. Kleines dazu. Stück wegziehen, dann einfach ein Stück Tape nehmen und den Griff quasi verlängern. Dann kann man das nämlich erst anhalten und dann das Klebeband abziehen. Du musst das nicht alles auf einmal direkt ans Auto kleben. Weil da muss man schon Künstler sein. Da muss man echt Künstler sein, dass das dann nicht schief ist im Nachgang. Und deswegen machen wir es uns einfach ein wenig einfacher. Weil wer das dann verkackt, der kann dann bei uns ZB, wie heißt das, 3M-Klebeband zum Nachordern? ZB173. Ja, der Marco weiß das. ZB173, das sind 3 Meter, glaube ich. Ja, 3 Meter. Jo, und die reichen, könnten knapp nochmal für den Spaß reichen. Von Steffen seine lange sind natürlich 5 Mal, aber... Ja, das stimmt, ja. Ganz wichtig hier ist auch, erst den inneren abziehen, dann den äußeren. Ja. Weil wenn man erst den äußeren abzieht, kriegt man den inneren nicht mehr raus. Alles möglich. Hat man alles schon.
So, ich bin ja gespannt, wie sich dann vor allem die Leute fühlen, die dann auf der Rücksitzbank hocken. Ja. Es ist ja schon bei diesen extrem getönten Autos scheiße, wenn du hinten hockst, ja. Das ist so ultra dunkel. Aber jetzt ist das ja dann im Endeffekt die Boris Becker-Version da hinten. Ja. Auf dem Weg zur JVA. Jo. So, und da vorne haben wir auch noch eins. Hammer's. Schaut schon mal ganz gut aus, ja. Sauber ist auch alles. Dann wird das jetzt noch mal ein bisschen ausgemittelt. Also ich hätte jetzt vorgeschlagen, ich meine, das ist jetzt in der Größe auch Weltpremiere, ja. Ja. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, so einen richtigen Plan haben wir da auch nicht. Nee, wir probieren es halt einfach. Aber wir tun es jetzt einfach mal ausprobieren. Also ich halte es jetzt hier einfach mal auf Position und du ziehst den ersten Bapp ab. Und zwar würde ich den oberen vielleicht abziehen. Dann haben wir schon mal eine Fixierung und dann geht es mit den anderen auch. Aber schauen wir, dass es auch richtig sitzt. Und du musst aber auch gleich drücken. Weil das ist dann irgendwie verrutscht oder so. Ich meine, der Brandon ist in einer komfortablen Situation. Der greift ins Lager und holt sich noch mal eins raus. Das stimmt, ja. Ihr müsst euch ja dann mitgeben. Drücken ja, jetzt noch nicht so ganz fest, bis das zweite draußen ist, weil sonst kriegt man das nicht mehr gescheit raus. Okay. Das ist einfacher. Ja, aber geht gut, ne, mit dem Trick hier. Ja. Wenn den Steffen nicht hätten. Eieiei. Das gleich, dann gleich mal. Wir hätten es garantiert andrücken. Verkackt, wenn nicht. Komplett. Ey, lass doch die Schutzfolie drauf, das passt zu dem Lack da außen. Wenn die Pollen drauf sind, passt es dazu, ja. So. Die letzten. Das darf dann ich machen. Ja. Yes. Hui. Dann ordentlich andrücken, ne? Genau. 20 Kilo Anpressdruck. 250 Kilo Anpressdruck. Weißt du, an was mich das auch. War das nicht der Ford Capri, der da so ein Ding gehabt hat? Ja. Geil, oder? Ja, ist schon cool, ja. Ja, das passt. Ne, dann passt es ja voll sofort. Das war eh eine coole Zeit. Vor allem finde ich es gut, dass das hinten so. Spitz zugeht, also es ist ein Riesenteil, aber geht dann trotzdem irgendwie mit. Also es eine ist, Linie letztendlich. Ja. Ja, da sind die Designer sind da schon, die haben das halt drauf. Ne? Die Leute, die sehen sowas, da kommen ja. Wir erst später drauf. Das hätten wir wahrscheinlich am Anfang gar nicht gepeilt. So, wollen wir die Schutzfolie mal runterziehen? Würde ich machen, ja. Ja, lecko mio, ey. Brauchen die Mädels gar keinen Schminkspiegel mehr. Das stimmt, ey. Ja, cool, super. Jetzt machen wir das Ganze natürlich noch auf der anderen Seite. Gehen wir mal schnell rüber und dann machen wir so einen kleinen Carporn sozusagen. Ja. Ihr seht, schnelles Installieren, einfaches Installieren, wie es ausschaut, wie es gefällt, gebt das in die Kommentare, weil wenn viele Leute sagen, oh geil, will ich auch für mein Auto haben, dann machen wir natürlich weiter. Wenn alle sagen, oh fürchterlich, euren Capri-Style könnt ihr euch an die Haare schmieren, dann gibt es halt in zwei Versionen. Ja, für den Focus und für den Supra. Aber ich denke mal, auch diese großen Dinger, gar nicht schlecht. Wir reden ja hier von theoretisch, was weiß ich, bis hin zum 5er, 6er, 7er Golf. Ja. Also ja, alle, die eben im dreitürigen Bereich unterwegs sind, beim fünftürigen ist ein bisschen blöd, weil man ja das Fenster hoch und runter lassen kann. Also das geht doof. Eigentlich nicht. Ja. Vielleicht auch ein paar BMWs. Ich könnte mir da an die Coupés denken. Der Zweier zum Beispiel. Zweier wäre zum Beispiel saucool. Ich glaube, da haben wir auch schon was in der Pipeline. Also den könnt ihr uns gar nicht ausreden. Und ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt, schreiben, bewerben, melden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren. Es gibt noch viele coole Videos und wir fahren jetzt das Auto raus und machen noch einen kleinen Circle. Jo. Bis demnächst. Ciao. Ciao.